Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Emitec. Hallo und herzlich willkommen zu den IAA News. Sie berichten über aktuelle Neuheiten der IAA. Mein Name ist Anja Nowak. Scania LKW Highlights auf der IAA. In Hannover präsentiert Scania seine neue R-Serie. Zu den technologischen Neuheiten zählen das automatisierte Schaltsystem Scania OptiCruise und das Fahrer-Eco-Modul. Viele der neuen Ausstattungsdetails sind auch für die P- und G-Serie verfügbar. Die neue V8 LKW-Serie mit ihren einzigartigen Styling-Elementen und zahlreichen Optionen setzt bei Performance und Produktivität neue Maßstäbe. Angeführt wird das aktuelle V8-Programm vom R730 mit 3500 Newtonmetern und 730 PS Leistung. Der neue 16,4 Liter V8 ist Teil der überarbeiteten Common Rail Motorenplattform von Scania. Sie bietet verschiedene innovative Lösungen auf dem Weg zur Erfüllung der Abgasnorm Euro 6. Kögel Neustart in Hannover. Das Jahr 2010 steht bei Kögel unter der Devise Neustart. So zeigt sich der Aufliegerspezialist auf der IAA nicht nur mit neuem Management, sondern mit neuen Produkthighlights. Für Interesse beim Messepublikum sorgen optimierte Lösungen fürs Baugewerbe, den Schwerlasteinsatz oder der großvolumige Kögel Mega Zentralachsanhänger. Erstmals präsentiert Kögel den Pritschenauflieger Cargo in einer zollverschlussfähigen Version mit Schiebeplane für den grenzüberschreitenden Fernverkehr. Emitec präsentiert Abgasreinigungstechnologien. Der Straßenverkehr trägt 47% zu den Stickoxidbelastungen in Ballungsräumen bei. Die Stickoxide von Kraftfahrzeugen lassen sich mittels der SCR-Technik drastisch senken. Einen Schwerpunkt des Emitec IAA-Auftritts bildet die Stickoxidminderung mit SCR. Für heutige und zukünftige Abgasgrenzwerte haben die Emitec-Ingenieure das kompakte Modulsystem SCRI entwickelt. Dank der kontinuierlichen passiven Regeneration des Partikelfilters stellt SCRI eine einfach zu regelnde kompakte Kombination aus Großserienbauteilen dar, die sich zudem zur Nachrüstung eignet. Mit dem neuen SCRI-System lässt sich der Kraftstoffverbrauch des Motors um bis zu 15% senken. Vorstellung des EDAG LightCab. Mit dem Technologiekonzept LightCab stellt das Unternehmen ein Kabinenkonzept für die Nutzfahrzeugindustrie vor, das auf den Erkenntnissen des EDAG LightCar basiert. Mit einer neuen Kombination aus Leichtbau- und Fertigungsverfahren sind partielle Gewichtseinsparungen von bis zu 25% realisierbar. Das modulare Strukturkonzept von LightCab sieht eine Skalierbarkeit der Kabine in Höhe, Länge und Breite durch längenvariable Profile vor. Dies ermöglicht die parallele Planung und Realisierung einer gesamten Kabinenfamilie, so der Entwicklungsdienstleister aus Fulda. DAF auf der IAA. Auf der IAA präsentiert DAF Trucks eine 12-Tonnen-Version des DAF LF45 Hybrid-LKW, der Ende dieses Jahres in Produktion gehen wird. Der DAF LF Hybrid ist mit einem Parallelhybridantrieb aus Diesel- und Elektromotor ausgestattet und wird wahlweise vom Dieselmotor, vom Elektromotor oder von beiden Motoren zusammen angetrieben werden. Nach eigenen Angaben bieten die Holländer als erstes Unternehmen der Branche alle Motorvarianten in den ultrasauberen EEV-Versionen an. Das waren die Autonews für dieses Mal. Danke fürs Zusehen. Bis bald und tschüss.